Ja, ich würde sagen, wir starten. Ja? Ich begrüße Sie persönlich. Hallo meine Damen und Herren, zum Pressegespräch im Vorfeld des Pharma Trend Image und Innovation Award 2012 am heutigen Abend hier im ehrwürdigen Ehrensaal des Deutschen Museums. Darf ich Ihnen unsere Gesprächsrunde vorstellen. Zum einen Birgit Fischer, der Hauptgeschäftsführerin des VFA. Ich begrüße Michael Klein als Vorsitzenden des Vorstands der FSA und last but not least den Gastgeber des heutigen Abends, Herrn Dr. Dieter Jung. Schön, dass Sie alle da sind und wir haben ein paar Pressefragen vorbereitet. Gleich in einer guten, schon in 25 Minuten geht es ja dann los mit dem Award. Herr Dr. Dieter Jung, fangen wir bei Ihnen an. 13 ist für Sie heute mit Sicherheit keine Unglückszahl. 13 Mal der Pharma Trend Image und Innovation Award. Was macht für Sie den Festakt heute Abend ganz persönlich einzigartig? Ja, ich denke, das ganz Besondere ist die Kontinuität, auch wenn es die 13. Preisverleihung ist. Mit der Auszeichnung der pharmazeutischen Unternehmen für Innovation auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Nachhaltigkeit mit der goldenen Tablette haben wir ein besonderes Ereignis geschaffen. Eine Auszeichnung, die durch die Anwender kommt. Deutschlands Ärzte, eine einmalige Jury. Es sind die Anwender, die Arzneimittel einsetzen und beurteilen können. Und das ist sicherlich das Einmalige dieser Auszeichnung. Gehen wir aber noch mal ein paar Schritte zurück, nämlich ins Jahr 2000. Da haben Sie den Award initiiert. Was hat Sie dazu veranlasst? Wir haben gestartet im Grunde genommen mit einer Imageerhebung. Wir waren aufgefordert immer wieder für die pharmazeutische Industrie das Image der einzelnen Unternehmen zu erheben. Und das Besondere und das Merkwürdige war, dass man im Grunde genommen nur in relevanten Zielgruppen gefragt hat und nie in der Gesamtheit aller deutscher Ärzte. Das heißt, im Grunde genommen war es nur eine Teilerhebung, es war nur ein Teilimage, das dann letztendlich publiziert wurde. Und wir hatten den Anspruch und auch das Ziel, eine Gesamt-Image-Erhebung zu machen über alle Ärzte in Deutschland. Und das war die Geburtsstunde des Pharmatrends. Heute Abend wird ja feierlich der Award Goldene Tablette und das innovativste Produkt ausgezeichnet, die Goldene Tablette vergeben. Welche Besonderheiten machen diese Auszeichnung aus? Nun, das Besondere sicherlich an dieser Auszeichnung ist, dass es die Anwender sind. Wir haben keine Jury, die besetzt wird über Spezialisten, über Pharmakologen beispielsweise, Personen, die also zu beurteilen haben, was gut oder schlecht ist, sondern wir haben im Grunde genommen die Grundgesamtheit, eine repräsentative Gruppe von Ärzten, 1500 Ärzte, die jedes Jahr aufs Neue befragt werden und darüber votieren, was Innovation ist und welche Unternehmen sich nachhaltig einsetzen und im Grunde genommen für ein ethisches Business stehen. Sie haben die Fachärzte gerade schon angesprochen. Sind in diesem Jahr neue Vertreter dazugekommen? Ja, wir haben erstmals die Kardiologen aufgenommen. Letztendlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für die Therapie, spielen sie in der Therapie eine sehr entscheidende Rolle. Und für uns war das dann der Anlass, diese Gruppe von 1000 Kardiologen, die wir haben in Deutschland, zu befragen. Es sind insgesamt 80 Kardiologen befragt worden, also absolut repräsentatives Bild in dieser Zielgruppe. Jetzt werden heute Abend die Preise, die Awards verliehen. Das macht gleich der Kollege Florian Fischer-Fabian mit Ihnen gemeinsam. Schauen wir da auch noch mal zurück. Wie viele Preise wurden denn bisher schon verliehen? Kriegen Sie das noch zusammen? Nun, wenn ich die letzten 13 Jahre jetzt zurückgehe. Wir haben insgesamt 170 Arzneimittel in Deutschland mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Diese Arzneimittel zählen heute zu den führenden Medikamenten und machen rund 50% des Marktes aus der sogenannten patentgeschützten Arzneimittel. Aber die Zahl des Awards oder derjenigen, die goldene Tablette verliehen bekommen haben, haben Sie die noch so zugegen? Ja, das sind weniger Unternehmen. Es sind rund 30 Pharmaunternehmen,
Der überwiegende Teil sind Unternehmen, die zu den forschenden Pharmaunternehmen gehören, also den Unternehmen, die im VFA Mitglieder sind. Aber es sind auch Generika-Unternehmen dabei, als auch mittelständische Unternehmen. Also im Grunde genommen kann man festhalten, Ethik und das Eintreten für ein nachhaltiges Business macht nicht vor der Türe kleinerer oder auch Generika-Unternehmen halt. Sie haben gerade Nachhaltigkeit angesprochen. Es geht in der Pharmaindustrie auch viel um Glaubwürdigkeit. Wer kontrolliert den Award? Können Sie uns da das Konstrukt, das System noch mal erläutern? Nun, ganz entscheidend war es für den Aufbau dieses Preises und dieser Auszeichnung, einen seriösen, einen repräsentativen Preis aufzubauen. Wir sind beraten durch Barbara Iffländer. Sie ist eine der führenden Marktforscher im Gesundheitsbereich, blickt auf über 30 Jahre Marktforschung zurück und sie berät nun im vierten Jahr der Erhebung des Pharmatrends uns und achtet mit darauf, dass die Kriterien der Repräsentativität, die geprüft wird an der Bundesärztestatistik, dass die auch eingehalten werden. Herr Dr. Jung, erstmal vielen Dank für die Ausführungen und damit zu Frau Birgit Fischer. Frau Fischer, wenn ich richtig repräsentiert habe, repräsentieren Sie rund 2/3 des gesamten deutschen Arzneimittelmarktes. Ist richtig, habe ich ist richtig. Aber gut, Internet sei Dank. Wie aussagekräftig ist das für Sie als Vertreterin des VFA heute Abend hier zu sein? Also ich glaube, dass das eine Initiative ist, die extrem also wichtig ist und die ich sehr begrüße. Und ich finde es sehr schön, dass ich hier die Gelegenheit habe, also diese 48 Unternehmen, die bei uns organisiert sind, hier auch mit zu vertreten. Es sind Unternehmen, deren Kernkompetenz die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln ist. Und kein medizinischer Fortschritt wäre denkbar, ohne dass es Innovationen gibt. Und Innovationen brauchen Anerkennung, brauchen Wertschätzung. Es betrifft die Menschen, es betrifft diejenigen, die in der Forschung arbeiten, es betrifft aber auch die Unternehmen. Und es betrifft letztendlich aber auch diejenigen, die natürlich mit den Innovationen arbeiten, sprich Ärzte und Ärztinnen. Und insbesondere spielt natürlich der Nutzen für die Patienten eine entscheidende Rolle. Von daher kann man, glaube ich, mit so einer Preisverleihung ganz gut auch deutlich machen, wie eine Wertschätzung für Innovation aussehen kann. Und das begrüße ich sehr. Also mit anderen Worten, durch eine Auszeichnung wie heute Abend lässt sich die Innovationskraft der deutschen Pharmaindustrie in etwa belegen? Ja, man kann sie zeigen. Ich sage mal, man muss auch bestimmte Dinge, ich sage mal, in Schaufenster stellen. Man muss sie darstellen. Man muss die Aufmerksamkeit darauf lenken und das begrüße ich sehr. Ich glaube, dass Innovation etwas für Deutschland ist, was letztendlich den Motor auch einer Weiterentwicklung ausmacht. Und wir haben hier in Deutschland große Forschende, also große, auch kleinere, mittlere Pharmaunternehmen. Und diese Gesundheitsindustrie hat eine unglaubliche Bedeutung eigentlich für Deutschland. Oh ja. Und diese Bedeutung macht sich an den Innovationen fest. Mhm. Und wenn Deutschland diesen Innovationsmotor für sich auch nutzen kann, gilt das sowohl für die Forschung und Entwicklung und die gesamte Forschungslandschaft, für die Zusammenarbeit in der klinischen Forschung mit Kliniken, mit Instituten. Wir haben ein dichtes Forschungsnetz hier in Deutschland, was ohne die Pharmaindustrie, ohne die forschenden Pharmaunternehmen so gar nicht denkbar wäre. Wir haben darüber hinaus aber auch wichtige Unternehmen, die für die Standorte jeweils eine hohe wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Bedeutung auch haben. Mhm. Wir haben eine Exportquote von 65% hier in Deutschland mittlerweile, woran man ablesen kann, welche wirtschaftliche, ökonomische Bedeutung die Unternehmen auch haben. Und wir wissen genau, dass es heute nicht mehr nur um das Produkt Arzneimittel geht, sondern es ist das Wissen rund um dieses Produkt. Mhm. Sowohl die Innovation als auch die Innovation in der Entwicklung, aber auch die Innovation in der Herstellung dieses Produktes. Alles das spielt eine entscheidende Rolle, mittlerweile auch als Exportgut mit Blick auf andere Länder. Sie haben die Bedeutung der Innovation angesprochen. Welche Bedeutung hat speziell der heutige Abend auch im Hinblick auf das Ärzte diese Awards ausgezeichnet haben bzw. ausgewählt haben. Was glauben Sie für die Pharmaindustrie? Also das finde ich außerordentlich begrüßenswert, dass man hier diejenigen, die letztendlich diese Innovation auch anwenden, die in ihrem Verhältnis zu den Patienten dies für das beste Mittel der Wahl halten, dass die natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit auch haben.
Und letztendlich haben sie die Erfahrung, die alle anderen nun mal in dem Maße nicht haben. Mhm. Und wir erleben bei der Bewertung von Arzneimitteln ja auch sehr häufig oder bei der Bewertung von Innovationen, dass man, wie es im Augenblick läuft, mit einer frühen Nutzenbewertung, das ist eine Bewertung aufgrund einer Studienlage. Was man aber braucht, sind im Grunde die Erfahrungen aus der Versorgungsrealität, weil wir dort über eine viel größere Gruppe von Patienten reden und es sind auch nicht die idealtypischen, sondern es sind halt die Menschen, die es gibt, die unterschiedlichste Erkrankungen haben, wo dann Behandlungen also zu ganz anderen Ergebnissen führen als vorher in der reinen Studienlage. Und darum glaube ich, dass gerade die Beurteilungen der Ärzte und Ärzte und deren Erfahrungswerte außerordentlich wichtig sind, um Innovationen einzuschätzen und zu beurteilen. Frau Fischer, jetzt noch mal eine fast persönliche Frage. Als ehemalige Krankenkassenchefin und Gesundheitspolitikerin kennen Sie sich ja auch aus. Decken sich die Preisverleihungen, decken sich die Awards auch oftmals mit Ihrer persönlichen Meinung? Hand aufs Herz. Naja, ich denke schon. Also ich glaube, dass also dass so viele Erfahrungen zusammenkommen, sowohl aus den Unternehmen selber, das spielt eine entscheidende Rolle, welche Produkte dort auf den Markt gebracht werden. Und es sind ja alles Produkte, die letztendlich an Fragen arbeiten, wie kann man einen medizinischen Fortschritt auch gewährleisten? Wie kommen wir eigentlich weiter mit bestimmten Fragestellungen bei der Behandlung von Erkrankungen? Und ich glaube, man kann immer sehr stolz darauf sein, wenn man eigentlich sieht, welche Ergebnisse diese Produkte bewirken können. Und wenn das dann noch das Gütesiegel derjenigen bekommt, die die Erfahrung haben, die damit arbeiten, dann ist das schon sehr positiv. Und das deckt sich dann schon in vielen Bereichen sicherlich auch mit meinen Erfahrungen, wobei ich nicht annähernd Erfahrung habe wie Ärzte, logischerweise. Aber in der Wertschätzung der Produkte deckt sich das schon. Aber im Hinblick auf Innovation und auf Neuerscheinungen und auf ausgezeichnete Arzneimittel, die wir heute Abend dann wieder kennenlernen, würde mich noch interessieren, wie hoch ist eigentlich die jährliche Aufwendung der Pharmaindustrie für Forschung und Entwicklung? Können Sie uns das beziffern oder gibt es da eine Zahl, die man in den Raum werfen kann? Ja, das sind im Jahr 5,2 Milliarden, das sind 14 Millionen täglich, die in Deutschland von den VfA-Unternehmen in Forschung und Entwicklung investiert werden. Mhm. Und das ist im Vergleich zu allen anderen Industrien erheblich über dem Durchschnitt. Also die Quote liegt viel höher als in der Industrie ansonsten. Und gibt es da besondere Hemmnisse in der Entwicklung von Medikamenten in Deutschland? Ja, die Hemmnisse, die gibt es natürlich dadurch, dass wir jetzt ein neues Verfahren haben über die neue Gesetzgebung, das AMNOG, über eine frühe Nutzenbewertung und dies ein neues Verfahren ist, wo ein Medikament zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also nach der Zulassung im Grunde einen Beleg bringen muss, dass es innovativer ist, dass es also in der Behandlung mehr bewirkt als ein Medikament, was auf dem Markt ist. Und wie das immer bei neuen Verfahren ist, laufen Verfahren nicht vom ersten Tag an rund. Es gibt viele Fragestellungen, die hier auftauchen und es gibt viele Handicaps im Augenblick, sodass man Sorge haben muss, dass Innovationen nicht so bewertet werden und den Stellenwert bekommen, den sie eigentlich für Patienten und Patientinnen oder für die Ärzteschaft in der Behandlung auch tatsächlich haben. Also die Sorge schwingt schon sehr deutlich mit, weil es immer eine Frage ist, mit welcher Methode wird gearbeitet, welche Kriterien werden angelegt, was wird als Innovation gewertet? Es ist immer die Rede von den sogenannten patientenrelevanten Endpunkten. Was ist für Patienten relevant? Ist es die Heilung einer Erkrankung oder bei chronischen Erkrankungen das Verzögern, das Stoppen einer Erkrankung? Ist es die Verhinderung eines Krankenhausaufenthaltes beispielsweise? Ist es die Möglichkeit, Nebenwirkungen zu verhindern? Ist die Verträglichkeit eines Arzneimittels besser als der Arzneimittel, die auf dem Markt sind? Also die Innovationspalette, die denkbar ist, die ist sehr, sehr breit. Mhm. Und wie diese Innovation jeweils bewertet und eingestuft wird, das ist noch sehr unterschiedlich. Mhm. Noch eine abschließende Frage. Ich habe in der Vorbereitung zum heutigen Gespräch auch auf Ihrer Internetseite viel über Biotechnologie irgendwie gelesen. Und welche Rolle spielt die Biotechnologie zur Entwicklung neuer Medikamente? Kann man das kurz umfassen oder ist das zu umfassend für ein heutiges Pressegespräch? Ja, man kann schon sagen, dass die Biotechnologie eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile spielt. Und das gilt auch für die Arzneimittel, dass eigentlich die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln immer interdisziplinärer und auch multiprofessioneller wird.
das, was eindeutig auf dem Vormarsch ist, ist die personalisierte Medizin, wo plötzlich zwei Zweige eigentlich zusammenkommen, nämlich die Medizintechnik und die Pharmazie. Und es ist nur über die Medizintechnik möglich, über bestimmte Marker, die man identifiziert, herauszufinden, für welche Patientengruppe ist dieses Arzneimittel besonders innovativ und wo bringt es tatsächlich einen hohen Nutzen. Wir haben heute immer noch, und das wird jeder Arzt bestätigen, in der Behandlung der Patienten und Patientinnen die Situation, dass jeder Patient unterschiedlich ist. Und wir haben ein und das gleiche Arzneimittel, wir haben die gleiche Erkrankung und trotzdem ist die Wirkung nicht gleichermaßen bei allen Patienten gleich. Und das jetzt über neue Verfahren ausfindig zu machen und damit eine Kombination zu erreichen von Medizintechnik auf der einen Seite und den Möglichkeiten, die dadurch bestehen, und der Pharmazie, ist ein riesengroßer Fortschritt. Also da spielt schon eine sehr entscheidende Rolle. Frau Fischer, erstmal vielen Dank für die Ausführungen und damit zu Michael Klein. Welchen Richtlinien unterwerfen sich Unternehmen als Mitglied der FSA? Diese Frage würde mich als erstes interessieren. Also die freiwillige Selbstkontrolle. Die Mitglieder der freiwilligen Selbstkontrolle unterwerfen sich einer Vielzahl von Regeln, die aber eigentlich alle nur einen Sinn und einen Zweck haben, nämlich dafür zu sorgen, dass die Mitgliedsunternehmen mit den Ärzten fair umgehen und sie nicht unlauter beeinflussen. Was erwarten Sie von der heutigen Preisverleihung? Also zunächst mal erwarte und erhoffe ich, dass die Gewinner sich darüber sehr freuen werden. Tun sie bestimmt. Ich erwarte aber auch, dass dieser Preis Ansporn sein wird für die Gewinner, sich bei der Vermarktung ihrer Produkte eben auch darauf zu verlassen, dass ihre Produkte so gut sind, dass sie von den Ärzten bei dieser Wahl so gut eingestuft worden sind. Wer ein gutes Produkt hat, kann eigentlich auch fair damit umgehen und muss nicht zu irgendwelchen unlauteren Mitteln greifen. Wie würde man denn unfair damit umgehen? Man könnte unfair damit umgehen, indem man versucht, ein Produkt, das vielleicht nicht ganz so gut ist, mit anderen Argumenten oder mit Dingen, die man nicht machen sollte, zu unterstützen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass die Firmen mit dem Arzt fair umgehen, dass sie über ihre Produkte informieren, die Argumente vortragen. Sie haben gute Produkte und sie brauchen eigentlich nicht zu unfairen Mitteln greifen. Welche Rolle spielt für Sie, dass die Preisverleihung am heutigen Abend von Ärzten ausgewählt worden sind? Also die Unternehmen, die Tablette des Jahres, eigentlich von Ärzten ausgewählt ist. Für Sie eine repräsentative Rolle? Das ist für mich sehr wichtig. Ich glaube, dass es die Ärzte sind, die eigentlich entscheiden können, ob ein Arzneimittel in der Praxis wirklich die Wirkung zeigt, die man erwartet, erhofft und auch sich erwünscht. Es ist immer sehr schwer, am grünen Tisch, was wir ja auch häufig sehen bei dann Organen der Selbstverwaltung, einen Nutzen festzustellen. Die Ärzte draußen sehen das jeden Tag. Der Patient kommt rein und es geht ihm gut oder es geht ihm nicht gut. Und man setzt ein Arzneimittel ein und man merkt, es wirkt oder es wirkt nicht. Und von daher glaube ich, ist gerade die Tatsache, dass dieser Preis durch Ärzte verliehen wird, dass Ärzte ihn beurteilen, diese Arzneimittel, ist wichtig. Sprich, die Auszeichnung Goldene Tablette unterstützt Ihre Bemühungen? Sie unterstützt unsere Bemühungen, weil ein Arzneimittel, das eine Auszeichnung erhalten hat, ist definitiv ein gutes Arzneimittel. Deshalb ist es gewählt worden. Und für diese Firma ist es dann auch wesentlich leichter, draußen wirklich gut und fair im Markt aufzutreten. Es werden ja auch Verhaltensregeln, habe ich auch in der Recherche mitbekommen, der Mitglieder für Ihre Unternehmen, die werden ja regelmäßig angepasst, auch nach einer solchen Preisverleihung? Nein, wir passen unsere Regeln an, je nachdem, ob es Anpassungsbedarf gibt, das sieht man ja wann gibt im es Markt. Anpassungsbedarf? Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass sich Dinge im Markt fehlentwickeln oder auch wenn sich Einstellungen ändern. Als wir begonnen haben, diese Regeln aufzustellen in den 90er Jahren, da war es unvorstellbar, dass man zum Beispiel zu einem Arzt geht und ihn um eine Dienstherrengenehmigung bittet. Das ist heute selbstverständlich und so kommen immer wieder neue Dinge dazu, auch Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit, die dann wiederum zu einer Anpassung der Regeln führen. Es wurde viel über Innovation und Nachhaltigkeit gesprochen in der Pharmaindustrie. Wie wichtig ist das für Ihren Verband? Nachhaltigkeit ist für unseren Verband natürlich sehr, sehr wichtig, Innovation auch, denn unsere Mitglieder leben von Innovation. Unsere Mitglieder sind ja die ganz überwiegend jedenfalls Mitglieder auch im VFA. Und ohne Innovationen hat man kein Geschäft. Von daher sind Innovationen wichtig, aber auch Nachhaltigkeit. Und ich habe vorhin noch mal überlegt, wir haben ja heute zwei Preise zu vergeben, die Goldene Tablette und den Innovationspreis. Vielleicht sollte man noch einen dritten Preis hinzufügen, den man im nächsten Jahr verleihen könnte. Und auch da könnte man die Ärzte befragen, nämlich zu der Frage, welche Firma ist denn am fairsten da draußen, welche ist denn am nachhaltigsten, beziehungsweise arbeitet mit Ihnen als Arzt so zusammen, dass Sie damit sagen, das ist zufriedenstellend und das ist nicht unfair und verstößt nicht gegen die Regeln. Könnten Sie sich das vorstellen?
Ich denke, dass schon gewisse Momente darin enthalten sind, aber ich will das gerne aufgreifen. Der Fairnesspreis im Pharmamarkt. Ich denke, dass zu dieser Fairness gehört, eben auch nicht negativ über Wettbewerber zu sprechen beispielsweise. Und Regeln, die sich ja die pharmazeutischen Unternehmen gegeben haben, Unternehmen beispielsweise, die im Global Compact Teilnehmer sind, bekennen sich für einen fairen Wettbewerb. Und wenn ich heute die pharmazeutische Industrie beobachte, von den 10 führenden pharmazeutischen Unternehmen sind bereits 7 Teilnehmer im Global Compact. Im Übrigen die DJG als Dienstleister für pharmazeutische Unternehmen mittlerweile auch. Wir kommunizieren auf einer Wellenlänge. Wir haben das gleiche Verständnis für ein ethisches Business. Und ich denke, das kann nur dienlich sein für die Zukunft. Herr Klein, vielen Dank für die Ausführungen. Frau Fischer, Herr Dr. Jung. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil gleich geht's los. Und Florian Fischer, Fabian schert, glaube ich, schon mit den Hufen. Ihnen allen einen erfolgreichen, wunderschönen Abend hier in diesem ehrwürdigen Saal. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche uns allen einen schönen Abend hier. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.